Ein ganzes Stück angelsächsische Snackkultur steckt in diesen Otein Flapjacks. Ja, meine lieben Sportsfreunde, hin und wieder isst man ja sicherlich ganz gerne so einen Energieriegel, gerade rund ums Training, also entweder vor dem Training als Energielieferant oder nach dem Training als Energieauffüller für die Glykogenspeicher, die man sich natürlich fleißig beim Training geleert hat. Genau dafür sind diese Energieriegel, die auf Hafer basieren, eine klasse Sache, und was hier enthalten ist, checken wir jetzt. Schauen wir uns gleich mal die Zutaten an, und zwar das erste, was hier enthalten ist, mit 32% sind die Oats, also die Haferflocken. Die wiederum, die bestehen aus den Jumbo Oats, aus den Rolled Oats und aus den Toasted Oats. Das heißt, wir haben die großen Flocken, die getoasteten und die gewalzten. Die sind hier enthalten, als auch Milchprotein, was hier als Eiweißquelle zugesetzt ist. Und gerade wenn es um Proteingehalt geht, müssen wir uns da mal ganz genau anschauen, was wir hier bekommen. Pro Riegel sind es 18, 19 Gramm, das sehen wir dann wiederum auf der anderen Seite, nämlich auf der Nährwerttabelle. Und da seht ihr eben auch die 75 Gramm, die enthalten so 300, 310 Kilokalorien, natürlich je nach Geschmacksrichtung so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben hier einen Kohlenhydratgehalt, der liegt bei knappen 35 bis 40 Gramm, also absolut in Ordnung, gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier Qualitätskohlenhydrate in Form von Haferflocken enthalten haben. Der Zuckeranteil, der ist gering, der liegt hier lediglich bei 8,5% bei der Geschmacksrichtung. Das Prachtstück, was ich hier in der Hand halte, für das ich mich entschieden habe, ist Chocolate Peanut Butter Flavor. Und zwar, ja, man sieht es ja schon, Schokolade hier unten auf der Rückseite und ja, Erdnussbutter, die ist hier in diese Oats eingearbeitet. Man riecht es auf jeden Fall schon, diese Erdnussnote. Also vom Geruch her und vom Aussehen her würde ich doch sagen, das passt schon recht gut. Sieht doch echt lecker aus, oder? Der Grund, warum ich das Ding hier nicht so lange in den Händen halte, ist ganz klar. Nämlich das schmiert mit der Schokoladenunterseite. Da würde ich euch dann schon eher die anderen Sorten empfehlen. Ganz klar natürlich 75 Gramm, ungefähr 300, 310 Kilokalorien eignen sich gut vorm Training als Energielieferant. Ist auch nicht zu viel, ist auch nicht zu schwer, und nach dem Training natürlich erstmal, um die Zeit bis zu einer ordentlichen Mahlzeit zu überbrücken. Also von der Portionsgröße her finde ich es gut, vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Ich habe das einfach mal durchgebrochen, das gute Ding, das wir uns einfach mal gemeinsam anschauen. Und zwar sieht man hier schon, im Querschnitt sind so Schokoladenstückchen enthalten. Die sehen natürlich schon ganz lecker aus, genauso die Form des gesamten Riegels, recht natürlich, also nicht so gepresst, nicht so perfektionistisch, nicht so industriell, sondern einfach so ein bisschen naturbelassen. Geschmacklich bekommt man genau das, was man erwartet. Haferflocken, Erdnussbutter und Schokolade, kommt alles zum Tragen, schmeckt man alles raus, und damit ist der Riegel nicht nur vom Aussehen her natürlich, sondern auch vom Geschmack. Um die Sache nochmal zusammenzufassen, ein Riegel, ein Energieriegel, den es auszuprobieren lohnt, auf jeden Fall mal testen, gerade wenn ihr so Energieriegel mögt oder eben Kohlenhydrat-Proteinriegel mögt, hier seid ihr gut dabei, hier seid ihr gut mit beraten, einfach mal einzelne Riegel ausprobieren und natürlich je nach Geschmacksrichtung bestellen, wonach euch ist. Alles klar, so viel dazu, den bekommt ihr natürlich bei uns im Muskelmachershop.de, wie alle Produkte, die wir reviewen, und damit sehen wir uns einfach im nächsten Video, macht's gut, viele Grüße, euer Simon.